Himmel! Schau drauf! Was geht ab? Tom, wo sind wir denn? Ich meine, das könnte ja jeder beliebige Ort in Deutschland sein, wo wir sind. Ja, aber actually, wir sind in Budapest gerade. Das hier ist so ein, ich weiß auch nicht so genau, so ein Freizeitzentrum mit Veranstaltungsräumen und so. Also es ist großartig, jetzt ein riesen Spielplatz. Und darin sind wir jetzt gerade. Auf einer Veranstaltung der DPE-Kollegen hier in Ungarn. Und was die gemacht haben, ist wirklich großartig. Also ich kann es immer noch nicht ganz glauben. Da drinnen findet nämlich gerade ein Anime-Contest statt mit vielen Teams, aber 80 verschiedenen Teams, die gegeneinander spielen und versuchen in 24 Stunden die beste Ameise zu programmieren, die es gibt. Angefangen haben wir heute Morgen um 11, also heute Samstag, und fertig wird das sein, jetzt nach Kalkulationskorrekturen, weil die ganze Sommerzeit umgestellt wird heute Nacht, mit uns zum Wochenende. Und dann wird sich herausstellen, wer in Ungarn der beste Ameisenprogrammierer ist. Sachen zu gewinnen, aber ich glaube, das ist nicht spannend. Interessant ist, dass wir hier 24 Stunden durchcoden, ohne Nachtpause. Und werden wir sehen, es ist total abgefahren. Wir zeigen uns jetzt noch ein paar Bilder von drinnen, oder? Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, genau. Also, so viel zur Einführung. Ja, das ist in Deutschland. Ja, also, die Deutschen sollten euch mal ein Beispiel nehmen. Das machen wir auch bald mal in Deutschland, hoffentlich. Cool. Geht erst so. Noch kommentieren. Na dann, gehen wir mal rein. Ja, hopp, hopp. Achso, jetzt am Stück drehen, wieder. So, we are recording live. Ach so, geht schon los. Ach so, ja. Ist das eingeschaltet oder nicht? Ja, klar. Gut. Klingt ja rot. Lass uns mal gucken, was hier so abläuft. Aha. Wir sind hier gerade in der Orga-Area, wo man es reingelassen hat. Wir haben auch extra Namensschilder deswegen. Sonst du kommt bist der Rendoso? Ich bin Rendoso. Tom. Ach so. Und ich wollte Rendoso schon wegstreichen, aber dann hat mir erklärt, dass das eigentlich Organisator heißt. Ah. Ich dachte, die geben mir ein Namensschild von ihm, weil er nicht da ist, aber... Das heißt Organisator. Ah, okay. Deshalb dürfen wir jetzt hier rein. Total spannend. Ich zeig mal. Und ganz viele Maschinen und hier liegen auch die Preise rum später. Da liegen auch die Ameisen wieder rechts. Danke. Super. Gut. Und die Bühne natürlich. Zeig mal die Bühne. Das ist nicht cool. Der alten Mann so stressig. Ich glaube, der jetzt auch bewegen muss. Ja, das ist the Big Stage, ein riesen Screen halt auch, wo auch permanent das Windows-Logo gezeigt wird, um es auch in die Köpfe der Menschen zu brennen. Und jetzt lass uns mal rausgehen. Ich glaube, ich werde den Leuten zugucken, dann kommen. So, das ist es jetzt. Viele Menschen. Mhm. Ja, und mir ist Spaß angesagt. Du kannst hier auch den großen Screen vorne sehen, einfach um mal auch alibi-technisch was anderes zu zeigen. Hm. Großartig. Mhm. Mhm. Sind aber viele Leute hier, oder? Ja, wenn ich das glauben darf, haben sich irgendwie 80 Teams angemeldet und die Warteschleife war voll, weil bei 80 mussten wir leider dicht machen, irgendwie 150, 160 Teilnehmer. Und wir sind jetzt auch da. Weil die Kollegen hier rufen nämlich dann auch nochmal die Teams an und gucken, dass alles installiert ist. Das heißt, sie haben sich wahnsinnig gut darum gekümmert, dass alle da sind und dass alle die richtigen Tools installiert haben. Wir haben eigentlich praktisch keine technischen Probleme gehabt. Ich bin beeindruckt. Ja. So. Was haben wir noch? Dann war auch noch zeigen. Also erstmal der Raum, das ist großartig. Jetzt müssen wir hier rein. Ja. Ja, ich film mal da rein. Film wir mal rein. Ja, bin ich drin. Ich habe jetzt hier diese Girlande gerade. Die Girlande? Ja, was auch immer. Also eine unglaublich geile Location, weil hier ja, ist ein Veranstaltungsort. Hier können wir auch voll die Party feiern. Ja. Das passiert ja später bestimmt auch noch. Ja, ist ja eh schon am Gange hier. Du hast doch ständig Musik im Hintergrund, das finde ich auch sehr angenehm. Ja. Ich auch. Guck mal, Startstromkabel. Startscreens auch überall. Und ich eine Sprache sprechen, die ich nicht verstehe. Hilft ja nichts. Hilft ja nix. Dann müssen wir durch. Lass uns mal rausgehen. Ah, im Moment sind alle hier konzentriert. Hier drinnen. Raus, ja, die arbeiten ja auch alle. Ah, hier draußen. Hier draußen gibt es noch mehr. Ein Tischkicker. Ja, Xboxen rum, Tischkicker natürlich.
Ja, okay. Schön. Ja, Student Partner in Ungarn, hat man gesagt. Ja, richtig. Hier heißt es Student Consultant. Ja. Für Essen und Trinken ist gesorgt und hier unten stehen. Ganz rum, die Xboxen stehen hier rum. Da sind die Leute halt beschäftigt, weil sie alles umgehen, dass die Leute noch Zeit haben, sich auch an die Konsolen dran zu stellen. Jetzt sind alle mit Arbeitsprogrammieren beschäftigt. Was ja der Hammer ist. Ja, aber ist wunderbar. Nein, aber trotzdem, immer wieder schön. Kann man zu viel noch gehen oder glaubt uns jeder, dass er. Nehmen wir gerne einfach mal hoch. Ja, okay. Würde ich sagen. Hätte ich jetzt gesagt, hätte ich vorgeschlagen. Hast du noch? Nee, danke, gerade nicht. Okay. Hier ist er. Das ist der Ausgang, ja. Das ist der Ausgang. Ich zeig dir das. Das haben wir ja nicht schön. Ich dreh mich mal um. Dann haben wir den Eingang. Warte? Ja. So. Eingang. Viel besser. Awesome. Ja. Schade, dass es nicht viele Leute da sind. Ja, schade eigentlich. Bin ich los gerade. Ja. Hier ist übrigens der Hajo. Falls ihr den sucht, Hajo ist oben. Ja, dann gehen wir jetzt hoch zu Hajo. Überraschung, steht hier nochmal Xbox. Oh, da hinten ist das Buffet. Habt ihr alle gesehen? Buffet? Ja. Ja, lass doch mal hingucken, wo wir noch ein paar Krümel finden. Es war ein frisches Buffet, ziemlich umfangreicher, jede Menge Brötchen und Obst und Sachen. Dass das jetzt leer ist, liegt daran, dass gerade alle beim Mittagessen waren. Also wir waren hier um die Ecke in der Kantine. Und später kommt dann auch noch Pizza, so gegen 10, also die richtige Uhrzeit, um sich dann nochmal den richtigen Schankfood reinzuziehen. Und cool. Dann werden wir auch nochmal unsere Scholz-Cola auspacken und den Kollegen zur Verfügung stellen, weil ich glaube, das ist dann der richtige Moment, um nochmal richtig Energie zu tanken mit Kuchen jetzt noch. Scholz. Und natürlich die Super-Cola. Was ist denn hier? Guck mal, Wolfolio. Das hat damit gar nichts zu tun, aber fast ist ganz gut. Ich weiß nicht, was draufsteht, kann ich ja nicht sagen. Ja. Ja. Okay. Awesome. Ja, absolut. So. Jetzt, da wir auch das geklärt hätten, was hier so los ist. Ja. Noch was? Ja. Tja. Jetzt gehen wir wieder zurück, da was ist das? Gut. Ich laufe dir mal hinterher. Ja, ja. So. Wieder dunkel hier. Ja. Ja. Und hier wieder, wo wir hergekommen sind. Ich würde jetzt sagen, wir gehen wieder zurück, weil kommen natürlich ständig nochmal ein paar interessante Fragen zum Thema, wie optimiert man, wie funktioniert es mit den Koordinaten, lalala, also wirklich so die High-Skill-Fragen eigentlich. Also nicht mehr so Sachen wie, es kompiliert nicht, weil ich eine Gamma vergessen habe, sondern die Leute, die hier sind, wissen, wie man Visual Studio bedient. Das heißt, die erste Zeit war erstmal ruhig, Dokumentation lesen und damit rumexperimentieren und die Fragen, die jetzt kommen, die haben es wirklich in sich. Und das ist ein Level von Fragen, die wir sehr begrüßen. Also sehr spannend. Nicht, dass wir andere Fragen nicht begrüßen würden. Ja, aber das ist doch mal was anderes. Das ist so eine. Das macht echt Laune, das. Ja? Willst du eigentlich auch mal irgendwas sagen? Nee, wieso ich denn? Ich bin doch das Kamerakind. Ich fahr hier irgendwas rüber. Nee, ich fahr hier hinterher. Awesome. Oh, es sind schon mehr hier. Ja. Ja, endlich ein Tischkicker. Ja. Ich geh mal wieder rein. Ja. Mal gucken, was da so läuft. Nicht die anderen. Vor allem, wenn sie ja nicht mehr sind.